Hallo, hallo, zurück auf der Hofenbergmann im LS22. So, ich habe hier mal so ein bisschen aufgeräumt, wie ihr seht. Und jetzt schnappen wir uns den Drescher. Moin, kommt keiner, das ist schon mal gut. Und dann werden wir hinten das Hafer ab, das stretchen. Oh Mann, Leute. Ich habe gerade noch mal gesucht, er sollte in Kürze auch noch ein Drescherpack von New Holland kommen. Das mit den Bremsen macht mich irre. Von New Holland kommen. Auch mit. Oh Mann, ey. Was ist das denn für eine Kacke? Bleibt nicht stehen, der Scheiß. Gehört mir, ja, das weiß ich. Halt. Ich hatte schon in der gestrigen Folge gefragt, ob das bei euch auch so ist. Ich kann das jetzt natürlich noch nicht sehen, weil ich habe gleich Dach, also sprich heute am Dienstag aufnehme. Den 21. So ist das. So. Leute, ich muss zu 9. Das ist ja völlig falsch. Das ist ja völlig falsch. Ich muss ja wieder zurück. Ich und meine Orientierung ist echt geil. Wir haben ja schön in der Petrouille gefahren. Ja. Ja, ich weiß. Ja. Ach Gott, ich habe ja noch das Ding ist auch noch da dran hier, das Maisgebiss. Oi. Das ist ja wieder voll krass. Nee. Das sollte ich ja eventuell hier lassen. Mann! Ja, ich bin noch nicht gut drauf. Aber innerhalb von so ein paar Stündchen wird das ja auch nichts. Ich kämpfe da ja schon seit Mittwoch mit. Scheiß hier. Düselig in der Birne. Magenschmerzen, Kopfschmerzen. Und alles das, was man nicht unbedingt haben muss. Ich glaube, ich stelle ihn mal hier hin. What? Ja, diese Folge käme dann. Ja, genau, morgen. Am Mittwoch kommt die Folge. Ach ja. Aber wenn ich ehrlich bin, ich warte sehnsüchtig auf die neue Ausgabe hier von der Hofbergmann. Da werden wir wieder bei Null anfangen. Das Einzige, ich werde ja hier alles verkaufen, das ist klar. Dann werde ich wieder ein paar Felder dazu kaufen. Natürlich mein Hof. Obwohl es gibt diesmal ja zwei Höfe.
einmal hier diesen, ich sag jetzt mal, Haupthof und dann nochmal extra für scharfe Ziegen und so. Wie fahre ich denn jetzt am besten? Ich muss dann da über die Barocke, gell? Das kann alter werden. Oh, ja, war klar. Schilder stehen auch ein bisschen blöde da. Kommt man ja gar nicht richtig dran rum vorbei. So, jetzt fahr du aber weiter, mein Freund. Ich muss mich da so ein bisschen ausholen. Jetzt komme ich da überhaupt nicht rein. Ja, ja. Mehr geht doch woanders rum. Okay, ich guck, was hier so abgeht. Ach, das ist doch kacke. Komm doch da nicht rum, ey. Ich hab doch schon so weit ausgedingstet geholt. Was soll ich das denn machen? Mensch! Verdorri. Reg doch mal nicht so auf hier, Dödels. Oh, Schneidwerk runtergefahren. Na klar. Ich bin gespannt, weil diese Brücke, vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen, diese Brücke wird in der neuen Version, naja gut, diese Brücke habe ich ja eh selber dahin gesetzt. Das muss ich ja mal erst sagen. Die habe ich da selber platziert. Ups. Alles im Lacklein, Mütze. Mach kein dummes Tüch. Mama Katze ist wieder dabei, ihr Baby zu verstecken. Das ist irgendwie nicht schön. Dann haben wir das nämlich nicht mehr unter Kontrolle, wie sie sich da kümmern tut. Denn bis jetzt ist das alles gut. Momo, wo willst du denn damit hin? Doch nicht da rein, das ist doch Käse. Momo! Oh Mann, ey. Ja, das ist doch nichts, was du da machst. In die kleinste, beschissenste Ecke musst du damit. Ich glaube nicht, dass das gut ist, was du da machst, Mädchen. Warum bist du nicht in der Wurfbox geblieben? Ne? Da war schön warm. Ja. Oh, du bist ja schlimmer wie ich. Muss ich mal eben gucken, wo muss ich denn jetzt hin? Ich habe ja völlig jetzt den Faden verloren. Hä? Da. Ich habe den Überblick verloren. Komisch, ne? Aber sowas passiert auch mir. Und das regelmäßig. Weil wir wollen ja auch die Göwalle testen. In die beschissenste Ecke.
unglaublich. Ich würde euch ja den kleinen Furz zwar zeigen, aber gerade geht er nicht. Weil er einen schönen Müll reingepackt hat. Naja. Und außerdem liegt sie gerade mit da drin. Und das mag die dann nicht. Aber die kleine Babymieze macht so langsam die Augen auf. Schon erstaunlich. Jetzt habe ich gesagt, 4 Tage. Ich meine 4 Tage. 4 oder 5. Ich kann es jetzt gar nicht mehr. Ja, und bis jetzt hat sie, wir haben ein Schlafzimmer bei uns, extra so einen schönen Karton gestellt, Decke drin, schön warm ist. Da war sie bis jetzt auch immer drin. Das war völlig okay. Und jetzt schleppt die das kleine Vieh hier durch die Gegend. Das ich persönlich nicht so schön finde, wenn die mich hier sich in meinen Utensilien breit macht. Und am Schreibtisch. Ja, daneben. Ich habe ja momentan so viel Krempel hier stehen. Das ist schon nicht mehr schön. Könnt ihr meine Frau da fragen, die findet das auch nicht schön. Aber überhaupt nicht. Aber ich habe einfach keinen Platz. Weil ich sitze ja mit dem Wohnzimmer. Das ist ein bisschen blöd. Das mit meinem eigenen, naja, wie man so schön sagt, Zockerzimmer, das hat ja alles nicht geklappt. Ja, machen wir und dann können wir so und wenn Frauen was planen, dann wird das 1000 Mal geschmissen. Und vor allem das Schlimme ist, die planen ja nicht nach dem Portemonnaie, die planen nach dem, was sie sich so vorstellen. Das kann ja kein Mensch bezahlen. Das geht schon mal gerne. Ja, die ist ein bisschen schwierig. Alles etwas schwierig, alles etwas schwierig. Womit fangen wir denn an? Also Baltik. Ich glaube, wir nehmen mal erst dann dieses ich schütte lose rein und mache dann mal ein Gerät. Ich bin da so kein Freund von, wenn ich die Bahn so voll auf den Boden pressen kann. Ist vielleicht schöner, ne? Aber ich werde die dann so hinstellen, die Gerät, dass wenn die rauskullern, eventuell sofort ins Lager eingedienstet, lagert werden. Vielleicht eventuell. Wenn Sie verstehen, wie ich meine.
Ja, was mir aufgefallen ist, nach dem letzten Update, was vorgekommen ist, die Bahnen lösen sich in Stellen immer. Wir nehmen jetzt nur noch lose Strom. In dieser Version jetzt hier. Ne? Ich gehe immer davon aus, dass das dann in der neuen Version wieder anders ist. Sein. Können wir das hier auch so machen? Aber das bleibt erstmal abzuwarten. Es war die Rede davon, wie gesagt, dass die neue Version jetzt am Wochenende kommen soll und eventuell etwas früher. Aber da ist ja nicht mehr viel Zeitraum. Ne? Also da bin ich echt gespannt. Wenn das wohl alles so funktioniert oder beziehungsweise wie das dann alle kommt. Und dann werden wir, wie gesagt, Hühner kommen sofort, ist klar. Und ich denke, als erstes werden wir dann Angelgrund kaufen, Hackschnitzel machen, ein bisschen, brauchen wir nicht viel, und Fische räuchern. Damit, glaube ich, werden wir anfangen. Habe ich mir so überlegt. Ne? So einiges habe ich ja bei anderen YouTubern schon gesehen. Da macht man sich ja schon mal so seine Gedanken. Ne? Aber ich glaube, so werde ich das machen. Naja, warten wir ab. Erstmal muss die Karte da sein. Dann sehen wir weiter. Ja, und wie gesagt, da wo ich jetzt gerade die Brücke, wo ich drüber gefahren bin, die habe ich ja selber platziert. Und da kannst du jetzt auch eine bauen. Ja, da musst du Baumaterial holen, kannst am Sägewerk kaufen. Und dann lädst du das da ab, jetzt am nächsten Abladeträger. Und dann aktivierst du das Ganze und dann fängt das Bauteam an zu bauen. Man sieht zwar keinen, aber ne? Und das dauert auch eine gewisse Zeit. Bis das die dann fertig ist, die Brücke. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass das ein bisschen breiter ist mit der Zufahrt wie jetzt bei mir. Dass man dann zum Drescher und Schneider mal vernünftig umkommt. Das wäre ja sinnvoll. So mein Denken. Aber das werden wir alles sehen.
Ja, wir haben schon wieder 20 Minuten voll, aber da ziehen wir eben nur durch hier. Das ist wenigstens einmal schon mal die erste Göbel getestet. So mein Dafürfinden, Anliegen, Wunsch, hast du nicht gesehen. Pass auf, ich kriege das nicht mehr alle rein. Ich muss gleich für das, was ich ein, zwei kleine Bahnen muss ich gleich nochmal neu. Das ist ja schon wieder völlig logisch abzusehen. So, irgendwie. Voll toll, ey. Aber egal. Es ist ja nicht zu ändern, es ist ja nicht zu ändern. Das verzögert das alles nur leider ein bisschen. Ich dachte, ich kriege das vielleicht alles da rein, so eine Ladung. Aber nö. Sag mal einen Satz mit X, dann war wohl nix. Ja, für einen so einen scheiß Krümmel gleich wieder. Ich habe noch zwei andere Haferfelder bis jetzt, was als Mission machen kann. Dann können wir da nämlich noch ein bisschen pressen testen. Allerdings muss ich ja erstmal abwehren. Das ist ja Chlor. Naja, wir werden sehen. Sollte tatsächlich klappen. Ui. Ui, ui. Ist doch schon mal nicht schlecht. Aus. Okay, was regen mich diese Bremsen hier auf? Das war doch sonst nicht so. Jetzt erzählt mir bloß nichts anderes. Also ich muss dazu sagen, ich habe ja hier mit wie soll ich sagen, Vario-Schaltgetriebe, ne? Hebel nach vorne vorwärts fahren, Hebel da hinten rückwärts fahren. So, das bleibt erstmal da. So. Jetzt werden wir eben. Warte mal. Ach. Ballentechnik. Da. Wir nehmen mal die. Hat auch 20.000 Liter. 825 und die machen bis 150. Ja, ja, alles klar. Da liegt der Unterschied. Haben wir das ja auch schon wieder, wa? Wickler-Ausführung. Mit Ballendreher. Nee, das machen wir jetzt ohne. Siliermittel brauchen wir nicht. Das machen wir an.
Die miete ich aber nur. So. Genau. 120 PS Trecker brauchen wir. Nehmen wir mal den, ne? Den 6R, der sollte da reichen. Nee, das war verkehrt. Das war verkehrt. Immer dieser Schluck auf. Moment. Falsch. Ganz falsch. Wir müssen so tun. Dann so tun. Und dann so. Will ich das haben? Ach, alles klar. Ich mach mal so, oder? Ist alle offen, ne? Kating, 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 Karton. Hinten, nach hinten, einschalten. So, jetzt muss ich. Ach, Kacke, jetzt komme ich hier gar nicht vorbei, oder? Bremse los. Oh. Ah, Scheiße, das passt nicht. Komme ich denn hier vorbei? Auch nicht, wa? Wir gucken gar nicht, was da passiert ist. Wir fahren einfach mal rum. Hoppala. Wir brauchen nämlich jetzt den Lordi-Wagen. Was ist denn jetzt? Haben wir's? Mein Ladewagen kommt geflogen. Guck. Da komme ich ja nicht durch, ne? Hier so reinkommen können tun. Auch damit geht er. Jetzt gehen wir mal nach vorne. So. Jetzt müssen wir nach hinten schauen. Pickup runter an. Das machen wir mal weg. Mal gucken, was ihr sehen könnt hier. Ah ja, seht ihr unten rechts? Da zeigt er an. Wie schnell ich fahre.
Holländer alles. Arbeitszeit, Performance, was sehe ich denn auch? Ach da, links, links haben wir die Literzahl. Ah ja, aha. Also brauchst du so gar nichts einstellen, das macht ja alles automatisch. Nur leider, so fair sieht man es schlecht, ne? Aber nun gut, hätte vielleicht oben rechts neben dem Innenspiegel da hingekonnt, wäre vielleicht schöner gewesen. Jetzt von der Platzierung der Anzeige. Ne? Denke ich. Könnt ihr ja mal in die Meinung, ja, in den Kommentar schreiben, was ihr dazu sagt. Da sind wir mal gespannt. Ja. Mal schauen, was die Meinungsumfrage so ergibt. Das wäre ja von Vorteil, denke ich, wenn du jetzt normal fährst, in der Innenansicht guckst du ja so. Da wäre das doch das schön, wenn der Monitor da oben sitzen würde. Dann hat man den nämlich direkt im Blick. Das wäre ja schon, so ist das ein bisschen. So ein bisschen, weißt du? Weißt, was ich meine, ne? Aber ansonsten, die Umsetzung finde ich schon gut. Ja, der IFCO, der kann es halt. Nur schade, dass er leider nicht mehr für den LS mobbt, mappt, wie auch immer, mobbt. Nein, er ist ja mehr der Mopper. Wir sind voll, ne? Wenn ich das sehe. Genau. So, da fahren wir mal eben zum Gehöft. Wir sind ja gar nicht doof. Wir fahren so jetzt zum Hof. Und dann gucken wir mal, wie das hier mit die Göwal, ne, mit die Presse wieder so. Damit wir schon mal den ersten Testeffekt sehen. Ach du Schreck. Der Testeffekt muss weg. Ja, den mag wie up. Die Achse werden wir sperren. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir den da rankriegen. Und wie sich das dann da so verhalten tut. Ja, wer hat denn das wieder da hingebaut? Nein.
Bremse. Er läuft, er läuft, er läuft. Ja, gucken wir uns das mal an hier. Oh, kommen wir hier durch, scheiße. Oh ja. Da kommt der erste Ballen. Ach, der wickelt ja, ne? Oder nicht? Hallo? Was wird das denn jetzt? Klappen nicht möglich, wobei, ja, das ist mir klar, Junge. Was haben wir denn jetzt für ein Problem? Hallo? Irgendwas funzt hier nicht. Was soll das? Es hängt fest. Das klappt schon gut, ne? Irgendwas hängt fest. Oder ich anders gesagt, das Spiel ist abgespielt. Hallo Marc. Gut, gut. Dann würde ich sagen, dann mache ich hier Schluss. Dann gebe ich mir auch Fehler. Hoppala. Mal gucken, ob ich was finde. Irgendwas beißt sich ja. Geht ja nicht. Ja gut, ihr Lieben. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Ja, und ich hoffe, dass ich dann in der nächsten Folge hier ein bisschen Klarheit schaffen kann. Bis dahin, mache ich gut. Winke!